Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück im neuen Transom World 5 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise und im zweiten Teil wollen wir uns nun den Rest der neuen Transom World 5 Features anschauen. Ihr erinnert euch an den ersten Teil, wir waren unterwegs auf der neuen deutschen Strecke Frankfurt-Fulda mit dem neuen ICE-T und haben uns im Rahmen des Videos auch schon einen Teil der neuen Features angeschaut und am Ende gab es leider einen Absturz. Nun also im zweiten Teil gucken wir uns den Rest dieser neuen Features an. Allzu viel sind das jetzt gar nicht mehr. Ja, und dazu gehen wir zu den Zügen. Und da möchte ich euch ein neues Feature zeigen. Das habe ich leider vorhin übersehen. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ihr selbst, wenn ihr irgendwie Performance-Probleme habt, gerade an großen Bahnhöfen, da könnt ihr ab sofort jetzt selbst Abhilfe schaffen. Wie das geht, ihr wählt euch für die Fahrplanfahrten eine Strecke aus. Nehmen wir doch mal hier die neue deutsche Strecke Frankfurt-Fulda und dann wählt ihr euch den Fahrplan aus und nun, ihr seht, gibt es einen neuen Punkt Ebenen. Das ist die Anzahl der KI-Fahrten bzw. Fahrplanfahrten auf dieser Strecke, vor allem aber auch KI-Fahrten. Und da habt ihr nun in TSW 5 die Möglichkeit, verschiedene Fahrten auszuschließen. Da könnt ihr entweder komplette Zuglinien nicht mehr fahren lassen oder bestimmte Fahrzeugtypen hier auf der Strecke einfach ausschließen, wenn ihr Performance-Probleme habt. Das Ganze könnt ihr aber auch so machen, wenn ihr sagt, na, dieser oder jener Zug gehört ja überhaupt nicht auf diese Strecke, der ist ja da echt auch gar nicht unterwegs. Auch da könnt ihr das ausschließen. Ihr seht, entweder komplette Linien oder bestimmte Fahrzeuge können ausgeschlossen werden. Das gilt nicht nur für die neuen Strecken, sondern auch für die alten Strecken. Beispielsweise habe ich häufig in den Kommentaren gelesen, dass es dieses Problem häufig bei Dresden-Riesa gibt und ihr seht, auch hier ist es ab sofort möglich, eben den KI-Verkehr hier auf der Strecke etwas einzugrenzen, um so im Bedarfsfall die Performance etwas zu verbessern. Es gibt auch hier bei Dresden-Riesa soll der ICE-T auch Fahrplanfahrten bekommen. In der Version, die ich hier vorliegen habe, ist das noch nicht der Fall. Aber ich denke, per Update wird das bald kommen. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn er sagt, hier, ICE3 gehört ja gar nicht, der fährt ja gar nicht auf dieser Strecke, den mache ich weg, ich will dafür den ICE-T sehen, dann wird der ICE-T dann alle ICE-Fahrten auf dieser Strecke übernehmen. Also das könnt ihr euch ja alles, so wie ihr möchtet, beliebig einstellen. Ja, das ist auch ein neues und meiner Meinung nach sehr sinnvolles Feature. Und früher wurde das ja nur so gelöst, dass es eben immer diese reduzierten Fahrpläne gab, gerade bei den englischen Strecken. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass die Community sich das Ganze hier selbst einstellen kann. Ja, dann wollen wir noch auf weitere Strecken schauen, denn das neue TSW 5 hat ja nicht nur eine neue deutsche Strecke zu bieten, sondern wir haben zum Beispiel auch eine neue englische Strecke mit der West Coast Mainline von London Euston nach Milton Keynes. 50 Meilen, 28 Stationen, also sind etwa 80 Kilometer. Und auch hier wird uns eine Vielzahl an Fahrplanfahrten geboten. Additionell zu diesen Fahrten gibt es hier noch den Pendoliner dazu, der ebenfalls Bestandteil der Deluxe-Edition ist. Und ich würde sagen, hierzu schauen wir uns einfach mal gleichzeitig das nächste neue Feature an, nämlich den Zugbegleiter-Modus. Wir können nämlich die Aufgaben der Zugbegleitung, auch bekannt als Schaffner, übernehmen. Das funktioniert auf allen drei neuen Strecken und das geht auch nur auf den neuen Strecken. Hier auf der englischen geht das nur mit der Class 350, auf der deutschen Strecke nur in den Doppelstockwagen natürlich. Und auf der amerikanischen Strecke geht das auch nur in den jeweiligen Doppelstockzügen. Also hier zum Beispiel bei der Klasse 377 oder hier bei der 710 geht das zum Beispiel nicht. Und da habe ich mir gedacht, schauen wir uns heute einfach mal diesen Zugbegleiter-Modus an, der uns hier geboten wird. Und alle Fahrplanfahrten, wo wir hier dieses Symbol hier sehen, dieses, wie so eine Kamera sieht das aus, das ist der Zugbegleiter-Modus, den wir dann hier jeweils eben nutzen können. Und da müssen wir uns mal eine schöne Fahrt jetzt raussuchen. Wir werden auch nicht die komplette Fahrt übernehmen. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier am besten machen. Lasst uns mal auf jeden Fall nach London gehen. Und lasst uns da einfach mal, ja, lasst uns mal in London Euston starten. Da sehen wir vielleicht noch ein paar englische Züge. Und ihr seht, wenn ihr so eine Fahrt auswählt, könnt ihr wählen, wollt ihr Lokführerin oder Lokführer sein oder wollt ihr die Zugbegleitung übernehmen. Und wir wollen jetzt in dieser kurzen Fahrt mal zum Test die Zugbegleitung übernehmen. Da gehört es ja nicht nur dazu, Fahrkarten zu kontrollieren, sondern wir sind für die Türen verantwortlich und wir sind dafür verantwortlich, dass die Fluchtwege freigehalten werden. Und da befinden wir uns hier am Bahnhof von
London Euston. Und hier drüben sehen wir einen weiteren neuen Zug. Das ist die Class 390. Das ist der Pendolino. Der gehört zur Deluxe Edition von Transom World 5. Wird aber nach dem Release aller Editionen auch als Einzel-DLC erhältlich sein. Und dieser Zug ergänzt auch das Fahrplanangebot auf dieser Strecke. Ihr habt ja gesehen, es sind über 690 Fahrplanfahrten unterwegs. Also ihr seht hier diesen Zug, der ist auch neu dabei. Letztes Jahr hatten wir ja für die East Coast Mainline den Azuma. Dieses Jahr haben wir jetzt also hier diesen Zug auf der West Coast Mainline. Sind ja so beides die absoluten Fernstrecken in Großbritannien, East Coast und West Coast. Es gibt auch eine Midland Mainline, die ist dann aber vom Fernverkehr eher von geringer Bedeutung. Ansonsten London, Euston. Hier haben wir auch den Übergangspunkt. Wir können natürlich auch hier auf andere Strecken wechseln. Und in London haben wir, was dieses Thema angeht, da haben wir einen ganz besonderen, da gibt es eine ganz besondere Möglichkeit, nämlich wir wechseln nämlich gleich von hier, wenn wir das nutzen wollen, auf verschiedene Bahnhöfe. Hier haben wir auch nochmal einen Streckenplan dieser Strecke, den wir aufhängen können. Hier haben wir sogar die Watford High Street Station ist hier mit dabei. Und es gibt unglaublich viele Züge, die hier fahren auf dieser Strecke. Also allein bis nach Watford Junction fährt ja zum Beispiel diese Lioness Line sehr oft. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir hier uns um die Türen kümmern. Da sind wir nämlich verantwortlich. Und auch bei den deutschen Strecken sind wir da verantwortlich. So, das müssen wir einschalten. Dann müssen wir die Tür öffnen. Und dann müssen wir dies beides hier freigeben. Und das müssen wir erstmal warten, bis die Fahrgäste hier einsteigen. Und hier oben sehen wir auch die Zugzielanzeige, wo wir überall halten. Harrow und Wadstone. Das können wir übrigens auch. Also wir folgen nämlich jetzt hier parallel, fahren wir auch zur U-Bahn. Also, die englische Strecke hier am Bahnhof London Euston. So, und jetzt ist der Zug schon abfahrbereit. Dann schließen wir einmal die Türen. So, machen das hier zu. Und sobald die Türen geschlossen sind, müssen wir dem Lokführer vorn noch ein Signal geben, dass er losfahren kann. Nämlich einmal zweimal. So, und dann können wir das Ganze erstmal zumachen. Und während unserer Fahrt sollen wir jetzt hier zwei Fahrgäste kontrollieren. So, warum ich nicht alle kontrollieren soll, das verstehe ich ja ehrlich gesagt nicht, weil der Zug fährt ja an diesem Bahnhof erst los, aber es sind sicherlich so Sachen, die wahrscheinlich noch optimiert werden. Also auch mal schön die Augen offen halten jetzt hier, ob nicht irgendwo Gepäck. Hier, das ist auch eine unserer Nebenaufgaben, die wir erledigen müssen. Wenn die Leute einfach irgendwelches Gepäck hier liegen lassen im Fluchtweg, dann ist es unsere Aufgabe, das Ganze einfach hier wegzuräumen. Und hier haben wir den ersten Fahrgast, den wir kontrollieren. Und da müssen wir zum einen aufs Datum achten. 10. September, das stimmt. Dann weiß ich nicht, inwiefern die Klasse eine Rolle spielt. Also Standardklasse, denke ich mal, dass zweite Klasse gemeint ist. Das scheint zu stimmen. Und von London, der will nur ein bisschen schneller noch in dieses Harrow in Greatstone fahren. Das stimmt auch, da halten wir. Wir sehen also hier unten das Datum. Wir sehen die Haltestellen, wo wir halten. Und wir sehen hier das Datum der Fahrkarte und wo die Fahrgäste hinkommen. Und der hat alles korrekt, der junge Mann. Von daher, Dankeschön und gute Weiterfahrt. So, jetzt gucken wir mal weiter durch den Zug hier. Und ist, weiß ich nicht, gar nicht, ob relativ lang unser Zug. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der oder die nächste ist, die wir kontrollieren müssen. Es kann oftmals stimmen, die Daten der Fahrkarten manchmal nicht. Da muss man die Leute natürlich dann auch entfernen. Wie gesagt, für mich ist es gerade ein wenig, sag ich mal, unlogisch, warum wir, gerade wenn wir jetzt hier an einem Startpunkt wie London losfahren, warum wir nicht alle kontrollieren müssen. Aber gut, vielleicht ändert sich das noch. So, hier haben wir den nächsten. Datum stimmt und Fahrziel stimmt auch. Vielen Dank. Ja, da sind wir fertig und da ist die nächste Aufgabe. Dann warten Sie bis der nächste Halt. Ja, und unser Kollege da vorne, der kriegt es heute nicht so ganz mit. Der lässt uns hier nämlich völlig im Dunkeln sitzen. So, mal gucken, können wir uns ja überhaupt irgendwo hinsetzen hier. Denn wenn wir uns hinsetzen, können wir nämlich auch die anderen Features hier nämlich nutzen. Ich setze mich jetzt einfach mal hier so neben die Leute. Schönen guten Tag. Da können wir vielleicht mal so dieser Zeit, wir sollten jetzt erstmal nichts weiter machen, hier die Fahrkarten kontrollieren. Die West Coast Mainline ist wahrscheinlich die Strecke, die euch den meisten Verkehr, auch die meisten Fahrplanfahrten in TSW 5 zu bieten hat. Die Strecke ist auch Bestandteil der Standard Deluxe und Special Edition und natürlich auch als Starterpack erhältlich. Neben diesem, das Fahrzeug hier ist neu. Außerdem könnt ihr auch mit der U-Bahn hier ein gewisses Teilstück befahren entlang dieser Strecke.
mit der, da könnt ihr diesen nördlichen Teil der Bakerloo-Line befahren, der ja hier nebenbei jetzt auch mit TSW-5-Features hier spielbar ist. Der unterirdische Teil, da spielt das ja jetzt nicht allzu die große Rolle, aber den oberirdischen könnt ihr eben auch nutzen. Und ihr habt dann auch mehrere Übergangspunkte, zum Beispiel eben an der U-Bahn-Station ist auch ein Übergangspunkt, ein Portal, wo ihr zur Bakerloo-Line gehen könnt, in der Houston Station. Da sind gleich mehrere. So, mal gucken, wann wir eigentlich da ankommen sollen. Das zeigt er uns nämlich hier nicht an. 7.12 Uhr. Das zeigt uns nur die aktuelle. Das zeigt uns nicht an, wann wir da ankommen sollen. Seht auch viele Tunnel entlang dieser Strecke. Ja, eigentlich der Kollege müsste ja das Licht im Zug eigentlich anmachen im Tunnel. Aber das sind so, wie gesagt, das sind so kleinere Startschwierigkeiten, kleinere Sachen, die sicherlich in den ersten Updates dann meiner Einschätzung nach behoben werden. Ja, ansonsten haben wir ja eine Taschenlampe zum Glück dabei. Oh ne, geht auch nicht. Okay. So. Naja, dann sausen wir hier in völliger Dunkelheit in Richtung der nächsten Station. Da müssen wir mal gucken, wie viele Leute da einsteigen. Sehen wir auch nochmal den Zuglauf. Das ist eine Art Regional-Express oder, naja, so, oder so halb schneller Regional-Express. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Zugtypen, die da unterwegs sind. Hier seht ihr jetzt links, das ist die U-Bahn Bakerloo-Line, die bis zur nächsten Station mit uns verläuft. Und das ist auch die Lioness-Line, eine S-Bahn-Strecke, die ebenfalls hier neben uns verläuft. Die Lioness-Line, die könnt ihr sogar bis Watford befahren. Allerdings braucht ihr für die Lioness-Line die Class 7 oder 10. Die ist nicht in diesem DLC enthalten. Die Lioness-Line, die gibt es nur, da könnt ihr die Züge nur fahren, wenn ihr zusätzlich das DLC London Overground besitzt. Das London Overground DLC, das ist eine separate Strecke und das ist bereits in der Special Edition sogar dabei. Aber wie schon erwähnt, wir kennen ja diesen Streckenteil eigentlich auch schon von der Bakerloo Line. Das war ja, das ist ja die Londoner U-Bahn, die damals mit TSW 2 rauskam und die hat sich unglaublich viel getan. Also hier ist kein Stein auf den anderen geblieben. Ihr seht's. Hier ist richtig was los. Wobei jetzt hier gerade an KI gar nicht so viel entgegenkommt. So, hier müsste das jetzt Wembley Central schon sein. Ich weiß das jetzt. Ich kenne die Station jetzt hier nicht so auswendig. Aber Vorfeld hier, Londoner Umfeld, schon ganz gut bebaut. So, da sehen wir auch so typisch englische Häuser, viktorianischer Baustil. Wie gesagt, neben uns verlaufen Lioness und Bakerloo Line. Beide teilen sich die Strecke bis nach Harrow and Railstone. Ich bitte Verzeihung, wenn ich diese englischen Namen hier völlig falsch ausspreche. Da fahren wir gleich an einer der U-Bahnen dabei. Diese Strecke selbst bietet euch die Class 350, die Class 377-2. Außerdem wird euch auch hier das Fahrzeug, außerdem wird euch auch hier die Londoner U-Bahn, die ihr da gerade gesehen habt, zur Verfügung gestellt, die ihr auf der Strecke fahren könnt. Und additionelle Fahrplanfahrten oder sind, wie gesagt, mit der Class 710, diesem Avanti unterwegs. Möglich. Avanti, ich weiß gar nicht, wie dieses Overground-Fahrzeug heißt. Und zudem, wenn ihr die Deluxe oder Special Edition gekauft habt, da könnt ihr auch mit dem Pendolino hier fahren. Auch der Pendolino soll dann nach oder zum Release von Transient World 5 auch als Einzelfahrzeug-DLC erhältlich sein. Genießen wir also jetzt hier sind die Fahrzeuge der Overground. Ihr seht die jetzt, weil ich das eben beides installiert habe. Das ist auch, besitzt ihr natürlich diese Overground, dann könnt ihr natürlich das alles übernehmen. Wir hatten ja im letzten Video, in den vergangenen Videos darüber gesprochen. Die Übernahme der DLCs in Transient World 5 ist natürlich möglich, solange ihr das alles auf der gleichen Plattform mit demselben Account spielt. Schaut mal, hier drüben ist auch eine Diesellok zu hören. Da drüben, das glaube ich, hier sind wir schon in Wembley. Oder? Ja, müsste Wembley sein, das große Güterterminal zum Beispiel. Aber das Stadion sehen wir noch nicht. Übrigens, die Lioness Line, diese S-Bahn-Strecke, die hier neben uns verläuft, die ist sogar nach der englischen Frauenfußballnationalmannschaft benannt. Die ja dann im Jahr 2022 im eigenen Land den Europameistertitel holen konnte. Da hinten ist, glaube ich, das Wembley-Stadion, oder? Müsste das doch sein, da hinten. Da
wie ihr seht, wir müssen ein ganz schönes Stück fahren bis zu der nächsten Station. Mal gucken, wie weit wir an dieses Stadion rankommen. Ja, auf jeden Fall hier auch das Güterterminal in Wembley. Ihr könnt nämlich mit der Class 66 auch Güterzüge fahren. Ich glaube, die Class 66 ist, meine ich, auch hier mit dem DLC dabei. Ihr seht jetzt unglaublich viel los. Mal gucken, wie weit wir hier zum Wembley Stadion tatsächlich rankommen. Da hinten ist es auf jeden Fall. Ja, weiter geht's glaube ich nicht. Also, ja, wohl auch das teuerste Stadion. Das war richtig, richtig teuer. Ich glaube, das Stadion hat das Dreifache gekostet, was damals die Münchner Allianz Arena gekostet hat. Wenn ich da jetzt noch richtig informiert bin. Wir fahren nur als kleine vierteilige Einheit, okay. So, mal gucken. Wir können auch hier nochmal einen Blick auf die Streckenkarte werfen. Wir machen noch einen Bogen. Wo ist denn hier der nächste Halt? Hier! Nee. Wembley Central. Das ist jetzt erst Wembley Central. Und wo haben wir die andere Station? Hier. Hier hoch. Also bis hier hoch. So, das ist das nächste Fahren. Hier sehen wir. Okay. Central natürlich auch der zentrale Ort, um eben zum Wembley Stadion zu gelangen. Ihr seht, wie lange man dann natürlich hier als Zugbegleiter natürlich hier Freizeit hat. Die zwei Fahrgäste sind schnell kontrolliert, selbst der Rest der Fahrgäste, das hätten wir möglicherweise auch geschafft in der Zeit. Der Zug ist gerade sehr voll. Wie gesagt, das sollte man unbedingt meiner Meinung nach in einen der ersten Updates beheben, dass am Anfangsbahnhof, wo der Zug losfährt, dass die Fahrgäste dann auch kontrolliert werden müssen. Jetzt kann man dazu natürlich aber auch sagen, ja, in Deutschland ist das zumindest so, zumindest im Fernverkehr hätte ich die Möglichkeit gehabt, ihr erinnert euch vielleicht an mein Video mit dem ICE 2, was ich da aufgenommen habe, da hätte ich die Möglichkeit gehabt, quasi mich selbst über die App zu kontrollieren. Ob das jetzt hier in England im Nahverkehr funktioniert, das weiß ich nicht. Dass man sich quasi, was man sagt, die haben sich ja eben alle selber kontrolliert. So. Aber mal gucken. So, wie ihr seht. Es dürfte auch sehr interessant sein, mit der Lioness Line zu fahren. Allein die Lioness Line, die ja wirklich nur bis Watford fährt, also die ist bis zum. Also die U-Bahn könnt ihr bis zum U-Bahn-Ende fahren und die Lioness Line noch ein Stückchen weiter. Allein die braucht ja schon 50 Minuten. Weil sie an jedem Bahnhof hält. Die Lioness Line ist auch komplett enthalten. Und diese ganzen Umläufe hier Richtung Milton Keynes, das ist, fahren halt eher so wie Regionalexpress, brauchen halt auch um die 50 Minuten. Ihr habt es ja gesehen, auch der bräuchte sogar über eine Stunde. So, der wird jetzt langsamer. Nähern wir uns dem ersten Halt. Ja, sieht so aus, dass wir jetzt endlich zum ersten Halt kommen. Also ich wundere mich gerade, wie wenig KI-Verkehr ich hier sehe. Wo laut echten Fahrplan ja hier die Hölle los sein müsste. Okay, wir erreichen unser Ziel. Unseren ersten Unterwegs-Halt. Ich finde es auch toll, das ist ja wie in echt, dass hier die Zugzielanzeige durchläuft. Das ist ja wirklich wie in echt. Dieses Anfahrgeräusch, das kennen wir ja von sehr vielen britischen Fahrzeugen. So, also, wir erreichen Hero and Wealdstone. Endstation, nördliche Endstation der Bakerloo Line. Ja, und das ist was in den, wie gesagt, in den Videos nicht ganz so erwähnt wurde. In den Videos, dass man eben jetzt mal eben so nebenbei den nördlichen Teil der Bakerloo Line eben im vollen Züge der GSW5 Features erleben kann. Das heißt nicht, dass die alte Bakerloo Line ein Upgrade bekommen hat. Bitte nicht falsch verstehen. Das bedeutet aber, dass hier. So, okay. So, dann machen wir das Ganze auf und nehmen das in Betrieb. So. Schauen mal, hier wollen nämlich wirklich ein paar Leute rein. Hier wollen einige, da steigen viele aus, die einfach nicht mit der U-Bahn fahren wollten, sondern hier die schnellere Variante gewählt haben. Und wir sind super pünktlich. Die KI
ist immer, fährt nahezu perfekt, auch was die Haltepunkte angeht. Es muss auch richtig krass gewesen sein, sowas zu programmieren. So. Oh, da sind ein paar eingestiegen hinten. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, wie viele. Auf jeden Fall Türen schließen. Das aus. Türen gehen zu. Und das machen wir wieder zu. So, und dann muss ich jetzt 6 Fahrgäste kontrollieren. Jetzt fängt es doch an, Spaß zu machen. Das waren, glaube ich, alles so welche, die hinten eingestiegen sind. Morgen. 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 Ich weiß gar nicht, was ist, wenn wir das mal nicht schaffen zu erfüllen. So. Also wie gesagt, das Ganze ist nur in den in bestimmten Zügen der neuen Strecken möglich. So, jetzt hier den ersten. Also, 10. September, das stimmt. Epsplay stimmt auch. Perfekt, danke und noch einen angenehmen Morgen wünsche ich Ihnen. Guten Morgen, die Dame. So, 10. September, du willst nach Sheddington. Wo ist denn das? Doch, das stimmt. Das stimmt auch. Danke. Und bitte räumen Sie Ihre Handtasche hier weg. Geht da gar nicht. Wobei in Deutschland, ja, in Deutschland ist es dann eher so. So, guten Morgen, der Herr. Wir haben den 10. September. Du willst nach Batchley. Das stimmt auch. Das ist die vorletzte Station. Und wir, drei haben wir erst. So, müssen wir erst noch ein bisschen weitergehen. Also Spaß macht das auf jeden Fall, vor allem wenn man hier viel zu tun hat. Aber das ist natürlich ein Feature, was ausbaufähig ist. Wenn die Fahrgäste zum Beispiel Fragen haben, mal eine Anschlussverbindung raussuchen oder sowas. Leider geht das Ganze auch nicht im ICET und auch nicht in dem Pendolino. So, im Flixtrain, dass es da nicht geht, ist klar. Und, ne? Oh, Leute, die schmeißen ja einfach ihre Sachen hin. Das ist Wahnsinn. Ihr müsst das auch. Okay. So, und die letzten beiden. Schwing stimmt, Datum stimmt auch. Sie. Du willst zur Endstation mit. Da hast du ein bisschen was vor dir. So, und damit sind alle Fahrgäste, ja, kontrolliert. Wir können mal gucken. Und hier ist ein Tisch frei. Oh, hier ist ein Vierer frei geworden. Wie cool. Sehe ich auch immer so eine Plätze. Was ist denn der jetzt hinten angesiedelt? Okay. Dass ich mal so schnell vorspringe. So, wie schnell wäre denn die nächste Station entfernt? Ich weiß es gar nicht, ob der jetzt hier jeden Bahnhof bedient. Nee, hier fährt am S-Bahnhof vorbei. Oh, das ist ein ganz schönes Stück. Hier ist, glaube ich, dann die nächste. Ja, Batchley, das ist hier. Gut, Leute, aber wir werden das Ganze jetzt natürlich nicht zu Ende spielen. Ich wollte euch einfach dieses Feature einmal zeigen. Und es hat schon seinen Reiz, einfach mal andere Aufgaben hier im Spiel zu übernehmen. Das haben sich ja so viele Leute gewünscht in Transim World 5, dass man eben nicht immer nur selber Züge fährt, sondern dass man eben andere Aufgaben machen kann. Und es gab in früheren Strecken einmal ja auch mal 2 Szenarien, wo ihr die Zugbegleitung machen konntet. Und das schien so gut angekommen zu sein, dass man das jetzt komplett bei den 3 neuen Strecken in den Fahrplanmodus eingebunden hat. Also macht auf jeden Fall Spaß, aber hat halt noch so ein paar Startschwierigkeiten. Wie gesagt, wenn ein Zug an einem Bahnhof losfährt, dann müssen natürlich meiner Einschätzung nach alle Fahrgäste kontrolliert werden. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Okay, dann gucken wir, dann müssten wir, meine ich, alle neuen Features schon durchhaben. Wir gucken aber natürlich, last but not least, natürlich nochmal auf die San Bernardino Line. Das ist auch eine neue amerikanische Strecke, die wir uns hier anschauen können. Und da gehen wir zu Fuß. Da wollen, und das Besonderheit, die Besonderheit hier ist Wochenfahrpläne und Wochenendfahrpläne. Denn schaut euch dazu mal die echten Fahrpläne der San Bernardino Line an. Das ist in Amerika ja ein bisschen anders als bei uns, denn am Wochenende fahren kaum Personenzüge auf der Strecke. In der Woche dagegen, gerade in der Hauptverkehrszeit, da ist da wirklich sehr viel los. So, da habe ich mir gedacht, wir beginnen in Los Angeles zu Fuß. Da gehen wir mal so ein bisschen in den Berufsverkehr hinein. Und das Besondere ist, diese Strecke zum Beispiel hat 2 Portale in Los Angeles, in der Union Station. Da könnt ihr zum Beispiel auf die Antelope Valley Line wechseln. Ihr erinnert euch, das ist die Strecke, die letztes Jahr am TSW 4 dabei war. Da könnt ihr auf die und in San Bernardino, dort könnt ihr auf die auf den Cajun Pass wechseln. Also, das ist quasi die Strecke. Und wenn ihr Lust habt, dann fahrt ihr beispielsweise auf der Antelope Valley Line in Lancaster los mit dem Personenzug im Steuerwagen nach L.A. Dann wechselt ihr in L.A. in die Lokomotiven, fahrt dann den nächsten Personenzug nach San Bernardino und dort steigt ihr dann um und fahrt einen schweren Güterzug über den Cajun Pass nach Barstow. So, willkommen! Ja, hello again, Union Station in Los Angeles. Die war ja letztes Jahr schon dabei. Hier sehen wir eben eines der Portale. Wie ihr seht, hier hätten wir nochmal die Möglichkeit, Moment, nee, hätten wir nicht, weil wir im Schaffner-Modus sind.
So, nee, Quatsch, haben wir sehr wohl. So, hier sehen wir die Möglichkeiten, die wir hier haben. Das heißt, wir könnten jetzt hier auf die Antelope Valley Line wechseln. Machen wir jetzt nicht. So, hier sehen wir diese EF-125. Die ist dabei im DLC. Die kennen wir auch schon von der Antelope Valley Line. Auch die, diese Rotem-Doppelstockwagen kennen wir. Neu hier auf der Antelope Valley Line, das sind hier diese Bombardier-Doppelstockwagen. Guckt euch mal die Form an. Die ist hier nämlich verschieden. Aber auch diese Doppelstockwagen, die sind jetzt keine ganz unbekannten. Die gab es ja erstmals damals mit dieser Strecke Call Train. Da gab es die im Großraum San Francisco. Zu diesen gibt es aber keinen, also hier gibt es zwar einen Steuerwagen dazu, der ist aber deaktiviert. Das ist auch auf der echten Antelope Valley Line so. Also wenn ihr Steuerwagenfahrten hier macht, dann wird das nach wie vor so sein, dass ihr die nur im Rotem macht. Das ist auch auf der echten Linie so. Dann gucken wir mal hier, ob wir noch die neue Lokomotive sehen, die es hier zu sehen gibt. Also Los Angeles, wie gesagt, zum zweiten Mal zu Gast hier in Trains and Worlds. Also das hieß, das bedeutet wiederum, dass ja anscheinend diese neue Strecke so beliebt ist, dass diese neue Strecke so beliebt ist, dass eben wir anscheinend so immer schön die Treppe nehmen, niemals über die Gleise. Ja, dass die Strecke so, also dass die Strecke so beliebt war, dass man gesagt hat, man baut halt noch eine. Und hier sehen wir die neue Lokomotive, die MP36, wenn ich mich jetzt hier nicht irre. Aber auch diese Lok ist keine ganz unbekannte. Die gab es auch mit Call Train. Aber es ist nicht nur einfach umlackiert, sondern die Lokomotive wurde angepasst. Da gibt es wohl im echten Vorbild auch ein paar Dinge, die da anders sind. Und diese ganzen Dinge, diese Details, die hat man natürlich ja auch berücksichtigt und entsprechend angepasst. So, wir werden jetzt aber hier keinerlei Zugfahrten machen, sondern wir werden jetzt nochmal eine Schnellreise machen hier. So, und es gibt auch noch von den Doppelstockwagen noch eine zweite Lackierung und wir können vielleicht noch mal gucken, wie die Doppelstockwagen aussehen. Die unterscheiden sich ja nicht nur von der Form, sondern wir wechseln jetzt mal zu einem Bombardier-Doppelstockwagen. Sondern ihr seht, die unterscheiden sich ja auch erheblich in der Inneneinrichtung. Andere Farbgebung, etwas andere Sitze. Also da gibt es eine ganze Menge, was sich hier eben bei diesem Wagen unterscheidet. Sind halt einmal komplett neue Modelle. So, okay. Dann lasst uns einmal zum anderen Endpunkt übergehen. Da klicke ich mal die Taste 9. Und auch hier, wie gesagt, wir sehen auch hier die anderen neuen Features hier. Ne? Live-Map und so weiter. Hier könnten wir sehen, wann fährt der Zug. Der fährt um 18.45 Uhr fährt der erst los. Da müssen wir aber lange warten. Hier sehen wir... Okay, das ist, glaube ich, neu. Dieser Abstellbereich hier. Der ist, glaube ich, neu. Gab es letztens, glaube ich, nicht. Dann hier das Betrieb. Hier ist die Antelope Valley Line, also den Ausläufer. Hier ist das Betriebswerk von Los Angeles. Und hier ist die San Bernardino. Wir machen also erstmal, wenn wir da jetzt mal rausfahren würden, dann machen wir eine schöne Biegung erstmal um den Bahnhof herum. Okay, aber wir fliegen heute dahin. Die Strecke ist so hat so ein bisschen Vorstadtcharakter. Ihr fahrt hier vorbei an Highways, an Hochhäusern. Also so ein klassischer amerikanischer Vorstadtcharakter. So, geht's mal ganz weit hier nach Barstow. San Bernardino Depot. Und das ist wiederum der Anfangspunkt dann für diese amerikanische Güterzugstrecke, wo ihr quasi mit Personenzug da rausfahren könnt, wenn ihr das wollt, und dann wechselt ihr auf den Cajun Pass. Der Cajun Pass ist übrigens in Trains and Worlds Deluxe und Special schon mit dabei. Viele dürften ihn aber schon haben seit TSW 3, da war der nämlich auch schon dabei und natürlich könnt ihr die DLCs kostenfrei übernehmen. So, jetzt habe ich hier gerade ein kleines Leck. Das dauert nämlich, bis die Szenerie ein bisschen aufbaut. Und jetzt... Ja, das ist aber immer so, wenn man die Strecken das allererste Mal startet, oder gerade an den Orten das allererste Mal ist, dann dauert das immer kurz ein paar Sekunden. So. Boah, Leute, jetzt mich lecken. Also, weil ihr seht, ich merke gerade, meine Grafikkarte ist hier wieder absolut am Limit. Aber das hängt doch damit zusammen, dass es ein relativ großer Bahnhof hier ist. Mausgeschwindigkeit ist auch wieder zu hoch eingestellt. So. Und ihr seht, hier gäbe es dann zum Beispiel die Möglichkeit, direkt auf die auf diesen Cajun Pass dann zu wechseln. Also ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Das haben sich ja viele haben sich ja gewünscht, dass man doch am besten die alten Strecken verbinden solle. Das haben sich viele gewünscht. Aber das ist natürlich technisch nicht so ohne weiteres möglich. Deswegen hat man hier wahrscheinlich einfach diese Zwischenlösung geschaffen. Und hier, schaut mal, hier ist sogar noch der Bahnhof Downtown.
Der wird ja eigentlich relativ... Ich glaube, der wird gar nicht so oft angefahren, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ich habe auch wieder verschiedene Terminals. Also das ist schon ein etwas größerer Bahnhof. Aber lasst uns mal... Lass uns noch mal einmal Woodhopping machen auf den Karun-Pass. Da wird dann aber dieser Bahnhof wahrscheinlich leer sein. So viele Leute, die hier mit wollen. Es gibt ja natürlich zu jeder Strecke auch jeweils Szenarien, die mitgeliefert werden. Lass uns mal einmal zum Karun-Pass wechseln, wenn mein System das jetzt hier noch mitmacht. Und da geht es dann nämlich genau an diesem Bahnhof weiter. Wenn ich jetzt hier nicht wieder das Ganze sich hier aufhängt. So, und zack, willkommen zurück auf dem Karun-Pass. Ja, hier sieht der Bahnhof natürlich etwas anders aus, aber na gut, sieht fast gleich aus. Und hier sehen wir halt riesen Frachtstrecke und so weiter. Wir werden jetzt aber nicht zurückwechseln, sondern, ja, das ist eine gute Sache. Also auch amerikanische Güterzugstrecken, für diejenigen, die sich für sowas interessieren, das ist halt nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und wisst ihr eigentlich, dass Transom World ursprünglich mit einer Güterzugstrecke begonnen hat, nämlich mit der Sand Patch Grade. Das war das allererste, was es gab. Da gab es amerikanische Güterzugstrecke, kein Personenverkehr. Personenverkehr kam erst mit dem Great Western Express. Hierzu aber nochmal ein Nachtrag. Und zwar gibt es die englische Strecke Great Western. Diese soll ein Upgrade bekommen, also ein Remaster, und soll damit mit den aktuellen Features versehen werden. Und wenn das soweit ist, dann wird auch auf der Strecke der Zugbegleitermodus möglich sein. Heißt wiederum, wenn ihr euch am 17. zum Beispiel nur die kostenlose Edition von TSW 5 holt, könnt ihr zwar aktuell den Zugbegleiter nicht nutzen, aber sobald dieses Remaster für die Strecke da ist, dann wird das auch gehen. Vorausgesetzt, ihr habt die Strecke natürlich im Besitz, weil das Remaster gibt es für alle diejenigen, welche die Strecke schon haben. Und das dürften ja 99% der Leute sein. Die gibt es nämlich schon seit 2017. Dann kriegt ihr das Remaster kostenlos und könnt dann auch Zugbegleiter sein. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und soweit, so gut. Hier zum neuen, zum Ersteindruck in zwei Teilen vom neuen Transom World 5. Und die Frage natürlich, die ich auch so in das Thumbnail reingeschrieben habe, lohnt sich Transom World 5? Kurz und knapp, ja. Spätestens ab dem 17. September lohnt sich das für jeden. Denn ab vom 17. September bis zum 17. Oktober gibt es für euch alle die kostenlose Edition, also das Free Starter Pack. Da ist dann nur das Trainingscenter mit drin, aber es ist trotzdem Transom World 5. Und bis auf den Zugbegleiter sind dort auch alle neuen Features mit drin. Und ihr habt dann damit die Möglichkeit halt, dass ihr euch die kostenlose Version holt, also dieses kostenlose Free Starter Pack, und dann ziehen damit ja auch eure ganzen DLCs um. Das heißt, das berechtigt euch genauso, die alten DLCs zu übernehmen und dann zukünftige Updates dafür zu bekommen. Denn es wird für die Vorgängerspiele keinerlei Updates mehr geben. Das ist zumindest so der Wortlaut in der offiziellen FAQ. Das heißt, nutzt diese 30 Tage vom 17. September bis zum 17. Oktober und zieht kostenlos um. Übrigens kann ich insgesamt auch sagen, dass ich hier in Transom World 5 eine viel bessere Performance habe. Und mein System ist auch schon 2 Jahre alt. Also die Grafikkarte ist eine GeForce GTX 3060. Und liegt knapp unter den höchsten Anforderungen, aber ich habe hier, selbst ihr habt es ja am Frankfurter Hauptbahnhof gesehen, ich habe hier überhaupt keine Probleme. Ja, wir können uns nochmal abschließend die neuen Strecken anschauen, vielleicht, das wurde nämlich nicht so erwähnt. Also, dabei ist natürlich die deutsche Strecke Kinzigtalbahn Frankfurt-Fulda. Diese bietet euch eigentlich 5 Szenarien. Es gibt aber hier separat den Flixtray noch dazu, der ist Bestandteil der Deluxe Edition und Special Edition, aber auch einzeln erhältlich. Dann sind es 10 Szenarien, die ihr spielen könnt. Ansonsten Fahrplanfahrten mit Layern zusammen 527. Trainingsmodule gibt es einmal, das gibt es bei jeder Strecke eine Einführung und dann hier bei der Strecke noch LZB und natürlich die Möglichkeit Eisenbahnreisenfreies Spiel. Dann gehört noch zum neuen TSW 5, also zumindest dann gibt es noch die neue Strecke WCML, also West Coast Mainline, da waren wir gerade unterwegs, und San Bernardino. Aber die neuen Strecken, die kosten Geld.
eine Einzelstrecke, also so eine Starter-Edition, wenn er sagt, ich interessiert mich jetzt nicht die englische und amerikanische, ich will nur die deutsche Strecke, dann müsst ihr das German Regional Starter Pack kaufen, kostet dann 34,99 €, den Flixtrain dann, wenn ihr wollt, für 15,99 € extra nochmal dazu. Es gibt die Standard-Edition, die beinhaltet alle drei neuen Strecken, 44,99 € und dann gibt es die Deluxe-Edition. Da sind alle drei Strecken und die zwei neuen Züge, also Pendolino und Flixtrain mit drin und zusätzlich der amerikanische Cajon-Pass. Das kostet dann aber schon 74,99 €. Und wenn ihr die Plattform wechselt oder komplett neu einsteigt in diese Spieleserie, da eignet sich natürlich die Special Edition. Die hat alles, was die Deluxe Edition hat, aber zusätzlich gibt es, glaube ich, 4 oder 5 weitere Strecken. Das Ganze hat natürlich aber auch seinen Preis, 119,99 €. Aktuell könnt ihr das Ganze aber noch bis zum 17. vorbestellen. Und alle Vorbesteller, die jetzt Special oder Deluxe kaufen wollen, könnt ihr immer noch machen. Kaufen, runterladen und ihr könnt sofort loslegen. Ja, und damit war es das erstmal für den Ersteindruck heute in 2 Teilen. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen, hoffe, dass die beiden Videos euch gefallen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix, der Weise.